Wir sollten sagen, wir können einige Risiken mildern oder gar ausräumen. Aber man kann wie bei jeder Technik nicht alle Risiken ausschließen. Ich sage ein Beispiel, das mag jetzt ein bisschen halbernst sein, dass sich in letzter Zeit öffentlich die Klagen mehren über Nacktfotos von Promis, die Selfies gemacht haben. Darf doch wohl nicht wahr sein. Wenn jemand so blöd ist und als Promi ein Nacktfoto von sich selbst macht und ins Netz stellt, hat er doch nicht von uns zu erwarten, dass wir ihn schützen. Also vor Dummheit kann man die Menschen auch nicht oder nur eingeschränkt bewahren.